Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch die neue beste A-Map vorstellen und ich werde euch natürlich auch zeigen, wie die ganze Map funktioniert. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut und wenn ihr natürlich auch keine weiteren Videos hier mehr auf dem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ist kostenlos und würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir gehen gleich direkt zur A-Map rein. Allerdings wollte ich euch vorher noch etwas zeigen und wahrscheinlich habt ihr es schon oben rechts gesehen. Der Countdown, den ich euch ja auch gestern schon im Video gezeigt habe, ist jetzt offiziell da. Und jetzt steht da eben halt genau der Zeitpunkt, wann das Ganze stattfinden wird. Hatte ich wie gesagt auch gestern schon erwähnt, dass es genau dort sein wird. Zusätzlich natürlich auch nochmal in Midas Raum. Beim Doomsday Device hinten hat sich nichts wirklich verändert, also ist immer noch genau das gleiche. Aber hier befindet sich jetzt auch ein Countdown und das Live-Event wird dann eben halt in 7 Tagen und 5 Stunden stattfinden. Das ist dann Samstag, der 30. Mai, also immer der nächste Samstag um 20.05 Uhr tatsächlich, also nicht genau um 20 Uhr, sondern ein bisschen danach. Aber sollte man jetzt auf jeden Fall relativ gut wissen können. Ich glaube, bei der Agency ist es tatsächlich noch nicht drüber, der Countdown wird wahrscheinlich auch in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen hinzugefügt. Wollte ich nur kurz ansprechen und ich würde sagen, jetzt gehen wir direkt in den Creative Mode rein und dann zeige ich euch mal die Map. Natürlich, der Mapcode zu dieser Map ist in der Videobeschreibung und ist im Prinzip genau die gleiche Map, die ich auch schon mal vorgestellt hatte. Allerdings ist es diesmal wirklich komplett erneuert worden und eigentlich wirklich nicht mehr wiederzuerkennen. Allerdings ist der Code eben mal gleich geblieben, ist immer noch die Scavok Aim Training Map von vom Ersteller Don Wotzi. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, hatte ich auch wie gesagt schon im letzten oder im Video vor 3 Monaten oder so vorgestellt. Nur, dass jetzt eben halt in der Zwischenzeit wirklich kaum Stages mehr gleich sind wie vorher. Und das ist auch eine sehr, sehr nice Funktion, dass man tatsächlich den Code gleich behalten kann wie vorher und die Map dann eben halt währenddessen updaten kann. Auf jeden Fall sieht man hier schon, das ganze Starterzentrum sieht ähnlich aus, allerdings eben halt doch schon ziemlich verändert. Und es gibt auch einige neue Waffen, glaube ich, einige neue Maps, beziehungsweise sehr, sehr viele neue Maps tatsächlich. Und natürlich ein paar Bugfixes und so. Und eine ganz wichtige Sache hierbei ist, dass man nur 4 Waffen ins Inventar nehmen kann, weil irgendwie auf dem letzten Slot dann immer irgendein random Verbrauchsgegenstand zusortiert wird. Was das allerdings soll, weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht ist es zum irgendwie Tracken, wo der Spieler dann sich genau drin befindet. Weiß ich allerdings, wie gesagt, nicht ganz genau. Hier kann man eben halt die Waffen nehmen, die man will. Ich hätte meistens Scar genommen, dann irgendwie eine Tag am besten. Sogar eine goldene Tag. Wie gesagt, letzter Slot sollte frei bleiben und dann könnt ihr sonst noch irgendwelche anderen Waffen benutzen. Irgendwie eine Maschinenpistole oder so. Ist ja euch überlassen. Und ich würde sagen, ich zeige euch dann einmal alle Sachen. Und wenn ihr hier reingeht, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer mit der Mongol Classic Map zu beginnen. Hatte ich ja auch schon mal eine eigene Map vorgestellt, die irgendein anderer Steller gemacht hatte, wo man nur Mongol Classics macht. Und jetzt haben wir eben halt hier die Möglichkeit, das direkt im Scavok Aim Trainer zu machen. Was auf jeden Fall ganz nice ist, muss man nicht nochmal extra eine neue Map reinladen. Und hier hat man eben halt auch die Möglichkeit, dass man zwischendurch noch ein paar Edits machen kann, was eigentlich auch ganz gut auf jeden Fall ist. Und das sind dann hier, glaube ich, 14 Mongol Classics, die man hintereinander machen kann. Natürlich ganz klassisch das Prinzip. Ich glaube, ich muss es jetzt nicht mehr erklären. Notfalls solltet ihr es ja auch sehen können. Einmal editen, Treppe placen und fertig ist dann auch das Ganze. Das muss man einmal durchmachen bis zum Ende. Und man hat leider nicht die Möglichkeit, zwischendurch rauszugehen aus der Map. Also hier könnte man dann nur die ganze Map verlassen und man kann die leider auch nicht resetten. Das heißt, wenn er diesen Mongol Classic Parcours hier nochmal spielen wollt, müsst ihr leider tatsächlich die ganze Map restarten. Bei allen anderen Stages geht es allerdings auch so, was auf jeden Fall ganz nice ist, aber wie gesagt, hierbei müsst ihr dann die Map restarten und ich würde sagen, wir gehen dann direkt zur zweiten Stage. Wenn man dann den letzten Zombie gekillt hat, wird man automatisch tatsächlich hier schon in die Lobby teleportiert und kann dann direkt in die nächste Stage gehen. Und es gibt tatsächlich eine von den Stages, die wirklich ziemlich unempfehlenswert ist. Ich werde die trotzdem einmal kurz zeigen. Zwar ist das der TFU Classic Parcours. Ich muss dann einmal auf Start drücken und kann dann hier so entlang hüpfen und die ganzen Zombies killen. Ist allerdings relativ useless. Man trainiert nicht so wirklich Aim und das kann man eigentlich auch so machen. Deshalb ist irgendwie unworth, diese Map zu machen. Geht eben halt natürlich ziemlich schnell. Allerdings, wie gesagt,
relativ unworth, deshalb hätte ich das auf jeden Fall nicht gemacht. Bei den Stages muss man auch immer aufpassen, wenn oben noch der Countdown steht, muss er einmal auf Reset drücken und kann dann erst zurück zur Lobby. Ansonsten geht das Ganze tatsächlich nicht und wie gesagt, das ist die einzige Map, die tatsächlich unnötig ist. Was auf jeden Fall eine ganz nice Map ist, ist hier diese Richie Tones Zombie oder Bot Map, wie auch immer die genau heißt, hatte ich gerade nicht genau nachgeschaut. Und hier kann man eben halt immer editen und trainiert eben halt so zum einen ein bisschen Boxfighten, also hier vernünftig den Gegner treffen, editen und vor allen Dingen auch das Edit resetten. Hätte ich hier auf jeden Fall auch immer gemacht. Das heißt, wenn er schießt, auch wenn der Gegner euch bzw. der Bot euch nicht zurückschießen kann, editet er immer relativ schnell zurück, versucht den Bot immer First Try zu killen und das Ganze dann eben halt einfach die Minute hier durchmachen und ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz nice Stage, wie gesagt, danach einmal auf Reset und dann auf Back to Lobby gehen, dann habt ihr das Ganze auch fertig schon. Als nächstes kommen wir dann mal zu den ganzen normalen Stages, das sind ja die etwas besonderen. Und hier haben wir auf jeden Fall alles wirklich, was ziemlich empfehlenswert ist. Beginnt mit Teil Frenzy, ganz klassisch. Hier sogar ein bisschen in diesem Curve-Design, das heißt, zur Seite kann man auch das Ganze ziemlich gut treffen. Und hier eben halt einmal nur unten auf Start drücken, beginnt wieder der Countdown und kann man das Ganze hier machen. Hier hätte ich dann eine Minute auf Close Range gemacht, eine Minute danach auf Medium Range, eine Minute danach dann eben halt noch auf Long Range. Dann habt ihr alle Ranges. Long Range muss dann immer sehr, sehr aufpassen, weil natürlich die Targets so im Vergleich zum Fadenkreuz nur sehr, sehr klein sind. Auf jeden Fall so viel dann zu Teil Frenzy, denke ich mal, sollte man auch schon kennen. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes hier Popcorn. War ja beim letzten Mal relativ schwierig durch den hellen Hintergrund, was jetzt definitiv auch deutlich besser ist. Überall sind jetzt dunkle Hintergründe und hier hätte ich auf jeden Fall empfohlen, ein HP zu stellen und dann beginnt das Ganze auch automatisch. Hier einmal die Minute machen und versuchen eben halt möglichst viele Zombies zu killen. Natürlich ein bisschen immer versuchen auch auf Headshots zu gehen und das Ganze dann hier einfach einmal durchmachen. Immer versuchen eben halt die ganzen Zombies zu killen. Man muss sich alle auf einer Map hin, aber einfach versuchen, möglichst so einen Score zu erreichen. Hier könnt ihr es eben halt auch immer, also darunter ist ja die Punkteanzeige, dort könnt ihr auch immer sehen, wie viele Punkte ihr gerade habt und dann könnt ihr immer versuchen, auch immer euch zu verbessern. Ist auf jeden Fall ganz gut, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Als nächstes kommen wir dann zur Moving Targets Map. Hier gibt es auch wieder Close Range, Medium Range und dann Long Range. Hier hätte ich empfohlen, auf 100 HP zu stellen. Danach beginnt das Ganze auch schon automatisch. Hier müsst ihr dann eine Minute einmal auf, oder hätte ich euch empfohlen, eine Minute auf Close Range zu machen. Danach stellt er auf Medium Range, müsste glaube ich nochmal auf 100 HP klicken, damit das Ganze resettet wird und neu beginnt. Dann könnt ihr hier noch eine Minute machen und dann nochmal auf Long Range. Hier wird es tatsächlich relativ schwierig, die Zombies zu treffen. Da könnt ihr auch versuchen, tatsächlich auf First Shot Accuracy zu gehen. Also immer Single Tappen ist auch eigentlich ziemlich gut. Vor allem, wenn man versucht, immer auf Headshot zu gehen, trainiert das definitiv auch sehr, sehr gut. So viel dann auf jeden Fall zu dieser Map. Dann kommen wir als nächstes zum Skeet-Modus. In der letzten Map war das ja Skeet RNG. Da war es sehr, sehr schwierig, die Zombies tatsächlich zu treffen. Hier hätte ich euch empfohlen, einmal auf 100 HP zu stellen. Das Ganze beginnt dann auch schon direkt automatisch. Hier könnt ihr eben mal zufällig von irgendwo spawnen. Allerdings sind die hier deutlich leichter zu treffen als beim letzten Mal. Und trainiert auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Gerade das Midrange-Aim und ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr nice Map. Ihr könnt es auch zwischendurch mal mit anderen Waffen machen, einmal mit einer SMG oder so. Oder wenn die hier vorne sind, auch mal mit der Shotgun. Wie gesagt, das ist euch überlassen. Und dann könnt ihr oben auch euren Punktescore tracken. Dann geht als nächstes wieder zurück zur Lobby und seid mit dem ersten Part hier im Prinzip durch. Danach geht es noch in den zweiten Part. Der erste Part geht eben halt insgesamt 8 Minuten, wenn ihr alles macht. Also bei Teil Frenzy und Moving Targets jeweils alle 3 Ranges und bei Popcorn und Skeet eben halt jeweils dann immer noch eine Minute. Das sollte eine ganz gute Aufteilung tatsächlich sein und so trainiert man alles eigentlich relativ gleichmäßig und ziemlich gut. Dann kommen wir zunächst zu Bounce 180. Dafür muss man einmal oben links auf Start drücken. Und die Zombies fliegen dann eben halt immer von links nach rechts herum. Und hier kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr gut das Midrange-Aim trainieren. Und sie fliegen eben halt sehr, sehr random, was auch definitiv besser ist, als wenn die einfach nur ganz geradeaus fliegen. Hier einmal die Minute wieder durchmachen, dann seid ihr damit fertig. Als nächstes könnt ihr dann einmal
auf Bounce 360 gehen. Ist relativ ähnlich mit Tadow Bounce, nur dass hier eben mal die Zombies nochmal etwas höher fliegen und unschädlicher fliegen können. Hier auch wieder auf Start drücken und dann macht das Ganze eben halt auch nochmal eine Minute. Gerade hier kann man das wirklich gut mit der SMG machen, weil es auf die Range echt ziemlich gut geht und ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zum Trainieren. Eventuell könnte man hier tatsächlich auch noch mehr als nur das Ganze einmal machen. Bei den anderen Maps lohnt es sich meistens nicht ganz so, wenn man das noch länger macht. Es sei denn, man hat natürlich die Zeit, aber dann würde ich wahrscheinlich eher das durchzirkulieren. Das heißt, wenn man am Ende von allen Stages angekommen ist, würde ich dann einfach wieder mit der ersten beginnen, wenn man eben halt wirklich viel Zeit hat. Damit man einfach möglichst viel Unterschiede in das Training reinbringt. Allerdings bei dieser Stage kann man auf jeden Fall eventuell auch das Ganze 2 bis 3 Minuten machen. Es reicht allerdings auch, wenn man das Ganze 1 Minute macht. Dann kommen wir direkt wieder zur nächsten Stage und zwar ist das diesmal Horizontal Tracking. Hier gibt es auch wieder Close Range, Medium Range, Long Range. Wie bei den anderen Maps natürlich auch einmal auf Close Range Start drücken und dann hier natürlich das Ganze 1 Minute tracken und dann einmal auf Medium Range gehen. Dort natürlich auch nochmal auf Start drücken und das Ganze tracken und dann nochmal auf Long Range gehen. Hier wird oder kann es tatsächlich relativ schwierig gehen, wobei es teilweise auch noch geht. Blumen ist eben halt manchmal relativ groß schon auf diese Range. Notfalls kann man eben halt auch immer noch Single tappen. Das geht auf jeden Fall auch. Trainiert aber so ein bisschen das Feinere. Gerade wenn man auf einer High Sand spielt, ist es manchmal auf dieser Range ist relativ schwierig, die Maus gleichmäßig zu bewegen. Deshalb auch eine sehr, sehr gute Stage, wie ich finde. Als nächstes kommen wir dann nochmal zu Vertical Tracking. Hier wieder genau das Gleiche. Und hier vor allen Dingen bei Long Range muss dann eben halt wirklich, ja, eigentlich meistens tatsächlich Single-Tappen, weil es hier noch schwieriger ist, den Zombie zu treffen. Allerdings, wie gesagt, ist euch überlassen, ob ihr eher wollt, dass ihr ja, Single-Tappt oder ob ihr Dauerschuss machen wollt. Hier aber, wie gesagt, auch nochmal alle 3 Stages machen, jeweils 1 Minute. Hat man auf jeden Fall ganz gutes Training. Natürlich, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, könnt ihr auch euch selbst entscheiden, dass ihr vielleicht die eine oder andere Map rauslasst, zum Beispiel eher dann Bounce 180 rauslasst und dafür dann eher Bounce 360 machen, ist ja im Prinzip relativ ähnlich, oder bei Horizontal dann vielleicht nur Close und Midrange machen und nicht nochmal Long Range dazu. Allerdings ist es am besten immer, wenn man natürlich alles Mögliche macht. Dann gehen wir zunächst zu Range Jobs. Ist auf jeden Fall ganz gut, das hier auch nochmal eine Minute zu machen. Hier muss man einmal nach oben schauen. Und dann sollten die Zombies von oben runterfliegen. Ist tatsächlich relativ schwierig, die hier zu treffen. Und macht man sonst tatsächlich auch in den meisten A-Maps nur sehr, sehr selten. Und ist auch relativ schwierig. Allerdings ist das Ganze nicht so wichtig zu trainieren. Trotzdem immer gut, wenn man solche Sachen kann. Und deshalb kann man das auch auf jeden Fall in einer Minute hier machen. Dann kommen wir nochmal zur Reaction FS. Das ist eine Map, die man am besten mit einer Shotgun macht. Hier schaut man am besten immer auf die Mitte und versucht dann immer so ein bisschen nach rechts und links zu flicken. Natürlich immer, bevor ihr auf das Target geht, immer kurz ranzoomen. Ihr müsst nicht dauerhaft so ziehen, also ihr müsst nicht so dauerhaft halten, sondern könnt auch immer kurz bevor ihr tatsächlich zielt, dann hier ran aimen und dann trefft ihr einfach mehr Bullets rein und sollte man auf jeden Fall auch ganz gut trainieren und ist eben halt wirklich für Shotgun-Aim ziemlich gut und es praktisch hierbei ist im Vergleich zum Vorgänger, dass man relativ viele verschiedene Möglichkeiten hat, von wo die ganzen Zombies kommen können, deshalb auch sehr, sehr empfehlenswert diese Map, das Ganze dann natürlich auch eine Minute machen, wenn ihr wollt, wie gesagt, könnt ihr auch eine Map einfach länger machen oder kürzer machen, wobei ich die meisten Zeiten tatsächlich sehr, sehr gut finde. Und ich das Ganze tatsächlich auch so machen würde. Dann kommen wir als nächstes hier zu dieser Map. Dabei muss man immer versuchen, auf den Kopf dieser, ja, dieser Bots zu treffen. Und die spawnen eben halt immer random. Insgesamt sind 3 auf der Map. Wenn ihr einen killt, kommt natürlich ein weiterer dazu. Und so geht das Ganze dann immer weiter. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr nice Map, um das genaue Tracking bzw. das genaue Aim zu trainieren. Und auch um zu trainieren, dass man eben halt relativ schnell vor den ganzen Targets rumswitchen kann. Jetzt mache ich das Ganze natürlich ziemlich langsam. Aber wenn man das trainiert, dann kann man natürlich versuchen, dabei immer schneller zu werden. Und dann eben versuchen, das Ganze in der First Try zu treffen, denke ich mal, wird auf jeden Fall auch einen ziemlich guten Value haben. Als allerletztes kommt dann noch 360 Grad Tracking, ist auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen für alle Low-Sense-Spieler wird das extrem schwierig, weil es hier wirklich schnell rumgeht. Manchmal geht es dann auch noch nach oben.
ist sehr, sehr random, wie der Zombie rumfliegt, was aber auf jeden Fall immer ganz gut ist, weil man so immer nicht nur in einer Bahn bleibt, sondern eben halt sich sehr darauf konzentrieren muss, wo denn der Zombie tatsächlich am Ende entlang fliegt. Wie gesagt, auch weil manchmal die Waffen einfach wechseln, ist eigentlich immer ganz gut, mal mit der SMG spielen. Ist euch überlassen, ist aber definitiv auch eine ganz nice Map. Und nochmal zum Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, weshalb man den 5. Slot freilassen sollte. Man hat einfach immer irgendwelche Verbrauchsgegenstände drin, wie Biggies, wie kleine Fische oder so, alles mögliche. Wie ich mir das erklären kann, ist, dass eben halt der Mapperbauer damit im Prinzip tracken will, wo der Gegner sich dann tatsächlich befindet. Das heißt, er weiß dann, wenn der Gegner eben mal, oder wenn der Spieler dieses Item drin hat, damit er das eben da kennen kann, wo der, damit er eben halt sehen kann, er ist genau in dieser Map drin. Und ich denke mal, deshalb hat er das Ganze gemacht, weiß ich allerdings eben halt tatsächlich nicht ganz genau. Aber deshalb sollte man auf jeden Fall einen Slot freilassen, weil es ansonsten natürlich in den ersten Slot rein teleportiert wird häufig oder manche auch im zweiten Slot. Und dann verliert er immer die Waffe, die da drin ist. Deshalb sollte man aufpassen, dass man einen Slot einfach frei hat. Und soweit war es dann das auch schon mit dieser Map. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und schreibt natürlich gerne Feedback in die Kommentare. Dann und dann bis zum nächsten Video. Ciao.